Ist das noch Punk, Folklore oder bereits Weltmusik? Fakt ist, dass Attwenger mit ihrem ureigenen Musikstil bereits um die ganze Welt gekommen sind, sei es nach Simbabwe, Sibirien oder Kuala Lumpur. 1989 ist in Linz der Grundstein für das Projekt Attwenger gelegt worden, mit Markus Binder am Schlagzeug und Hans-Peter Falkner an der steirischen Harmonika. Eine für viele damals unerhörte Kombination. Doch spätestens mit dem Debütalbum Most im Jahr 1991 hat das Duo ein immer größeres Publikum gefunden. 30 Jahre später haben Binder und Falkner jetzt ihr 9. Studioalbum mit dem Titel Drum herausgebracht. 15 neue Songs mit allem Drum und Dran, was Attwenger ausmacht. Feinster Groove-Slang-Punk, so die Selbstbezeichnung, irgendwo zwischen Sozialkritik und Dadaismus. 30 Jahre Attwenger. Das sind 30 Jahre Punk und Folklore, Dialekt und Schweiß. Aber auch Durchhaltevermögen. Ja, beim ersten Konzert ist einer gewesen in der Arena, haben wir gespielt. Der hat immer, es waren ja nur 10 Leute im Publikum, wir haben 3 in der Früh haben wir gespielt. Und darum hat man eben jeden Einzelnen so laut gehört und gesagt, ah, so ein Scheiß, hört's auf, was ist denn das? Vorbilder für die brachiale wie einzigartige Mischung aus Schlagzeug und elektrifizierter Knopfharmonika gab es damals nicht. Vor 30 Jahren, wie das begonnen hat, bin ich halt in Gitarrenshops gegangen und habe Effekte probiert. Dann packe ich die Harmonika aus. Du bist falsch. Nein, ich bin schon richtig, nur es ist halt anders. Es hätte natürlich auch noch 5 Konzerten vorbei sein können, ja? wenn keine Leute kommen, wenn auch uns die Lust vergeht dran und so weiter. Aber das war nicht so. Es sind irgendwie immer mehr Leute gekommen und wir haben die Sache dann auch immer weiter verfeinert bis jetzt eigentlich so. Ne? Also es war irgendwie, es hat schon Potenzial. Mit Stolz blickt das Duo heute auf das umfangreiche Werk dieser jungen Band mit Potenzial zurück. Drum lautet der Titel des neuen Albums. Auf dem Cover eine Mordsdrum-Rote Rübe. Aber weißt du, was die Rote Rübe bedeutet? Keine Ahnung, es war einfach, es ist darum gegangen, ein Drum zu finden. Ja? Also ich fand den Begriff Drum irgendwie lustig, weil er so viel Bedeutung hat. Und ich habe eben einen Text gemacht, der sich mit diesem Begriff spielt. Ne? Und ich traum von dem Drum. Und das, also das Traum, ne? Also so im Dialekt, ist ja der Traum, nicht? Und ich traum von einem Drum und das Drum und das englische Drum ist dann ähnlich wie der deutsche Drum und so. Und also ein Begriff, das ist halt das Ideale, wenn ein Attwenger-Album einen Titel hat, mit dem man so richtig rumkugeln kann, umspülen kann. So, ja. Er so und sie so und er fragt sich immer, wieso mag ich sie so? Er denkt sich nur, wieso ist sie denn nie so, wie ich mag. Sie sagt, es ist so, jetzt fragt ihr nicht wieso, es ist sicher nie so, wie du das gern hättest. Verstehst? Neben Dialektreimen und Sprachspielereien gibt es bei Attwenger eine weitere Konstante. Ihre kritische Grundeinstellung gegen die Mächtigen und die Kleinkarierten. Es gibt auf dieser Platte den Song Leider, das Stück Nummer 5, glaube ich, das relativ lange, fast 4 Minuten lange politische Abhandlung sozusagen der momentanen Situation ist. Ja. Proleten und Proletinnen jeglichen Geschlechts. Früher hat sie linken gewählt und jetzt da wird sie rechts. Früher internationale Solidarität und jetzt wird noch mehr geredet von der Identität. Da ist eine Verschiebung passiert in den politischen Interessen und die Frage stellt sich natürlich, was ist da schiefgegangen, wann ist das passiert und so weiter, da kann man natürlich jetzt lang diskutieren drüber, aber
das ist etwas, was wir jetzt so zur Zeit erleben, so quasi so von rechts, dass quasi so eine gesellschaftliche Kritik oder so eine so seltsame Energie von rechts kommt. Das Bedenklichste ist natürlich das, was wir fast täglich schon erleben, dass es quasi so eine, keine Ahnung, so eine sehr, das Wort Identität zum Beispiel wird sehr in den Vordergrund geschoben. Ja? Also das heißt so die Feier des Eigenen. Es gibt auch eine Menge Signale, die sozusagen auch wieder von der linken Seite her an Aufschwung ankündigen. Also wenn ich mir zum Beispiel denke, was man jetzt so hört, was Joe Biden macht, das würde man in Europa als relativ linke Sozialdemokratie bezeichnen, würde ich mal sagen. Derzeit Corona gebremst, wollen Attwenger das neue Album so bald wie möglich auch live performen. Wenn es denn wieder geht, aber dann nicht schaumgebremst. Es ist ja super, wenn überhaupt wieder etwas passiert. Es ist ja eh so schade, dass das ja nicht ist. Ja? Aber wir werden ein Attwenger-Konzert, dieser Attwenger-Konzert, das heißt, das ist eine schweißtreibende sportliche Angelegenheit. Und wir hoffen, dass die Leute halt mit dem Fuß wippen und dadurch ins Schwitzen kommen. Aber wir können jetzt nicht anders spielen. Du kannst Attwenger nur so spielen, wie man es eben macht. Wir werden das Ende des Sitzens durchstehen, würde ich auch sagen. Also, was anderes sollen wir? Das machen wir. Und bis dahin kann man das neue Attwenger drum auf den Plattenteller legen. Und tatsächlich kann man Attwenger bald wieder live erleben, zumindest nach jetzigem Stand. Sie präsentieren ihr neues Album Drum am 30. Mai in der Celli-Mühle im Burgenland. Für Juli sind Konzerte in Kärnten und in Bayern angekündigt.